Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LanceTV und ich muss mich gleich mal entschuldigen, dass es da heute keinen Vorbericht bzw. keinen Live-Vorbericht gegeben hat. Das war eigentlich geplant, aber naja, die Handys bzw. ich und die Technik hat leider nicht hingehauen. Sorry dafür, deswegen bekommt ihr hier ein bisschen Bonusmaterial. Also in diesem Video wird da die Live-Reaktion mit einfließen, ein bisschen später. Auf jeden Fall trifft unser SK Sturm mit der 18. Runde der österreichischen Bundesliga zu Hause auf die Admira. Es ist gleichzeitig das letzte Spiel vor der Winterpause für unsere Blackies und die Admira ist auf dem letzten Tabellenplatz, auf Platz 12, punktegleich mit Altach. Unsere Blackies ja, konnten sich zuletzt ja stabilisieren unter Mehlich in den ersten drei Spielen, zwei Siege und zuletzt bei Rapid ein Unentschieden. Die Admira war auch zuletzt mit einem respektablen 2:2 gegen Red Bull Salzburg, also auch die Südstädter nicht zu leicht zu unterschätzen. Das bislang einzige Duell in dieser Saison, das ging übrigens an unsere Blackies, denkbar knapp in der Südstadt mit 3:2 aus. Also von dem, es wird kein Selbstläufer, aber trotzdem, ja, denke ich, dass unsere Jungs das normalerweise schon hinkriegen. Man hat ja eben auch eben noch immer kein Gegentor bekommen unter Mehlich, wie angesprochen. Und von dem her glaube ich, auch heute stehen die Chancen nicht schlecht, dass man zumindest hinten dicht macht und vorne hat man ja doch einiges an Qualität. Die Aufstellung ist ja schon draußen. Es gibt mal wieder ein 3-4-3-System. Ese wieder Solospitze, Gorzurek in der Startelf, das ist ganz interessant. Lagner fällt ja aus für das Spiel und ansonsten eigentlich keine gröberen Umstellungen. Von dem her bin ich gespannt auf die Partie, geht ja auch schon bald los. Bei uns ist es jetzt, glaube ich, 16:30, also ja, Zeit, dass wir ins Stadion kommen und wir sehen uns dann einfach hier im zweiten Part, hier bei den LanceTV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, schauen wir, dass wir es behindern und bis später. So, also in der 20. Minute die erste große Möglichkeit für unseren SK Sturm im ersten Durchgang. Es war ein Aluminiumtreffer von Emeka Friday Ese nach einer sehr, sehr schönen Hereingabe von Maresic. Bekommt Ese den Ball, ich glaube, auf den rechten Fuß auf jeden Fall ein bisschen. Ja, sehr akrobatisch das Ganze, aber leider Gottes springt der Ball vom Aluminium wieder zurück ins Feld. Das ist nicht die Führung für unsere Blackies. Auf jeden Fall, ab diesem Zeitpunkt wurde das Ganze dann schon spielerisch, finde ich, ein bisschen besser. Sturm nicht mehr ganz so tief wie die ersten 20 Minuten. Man hat dann schon versucht, auch ein bisschen ja, die Admira mehr reinzudrücken, hat dies auch getan. Die beste Chance dann aber vor der Pause, die hatte dann nochmal die Admira. Ein Aluminiumtreffer ebenfalls nach einem runden Ball, ein Freistoß. Ich glaube, es war Todd, der den Ball ja ans Gebell da geschossen hat und trotzdem ging es mit dem 0-0 in die Kabine. So. Im zweiten Durchgang, der Beginn ähnlich wie in der ersten Halbzeit, also das waren 20 Minuten, ziemliches Wischiwaschi von beiden Mannschaften danach, aber der Führungstreffer für unsere Blackies in einer Phase, als man durchaus ein bisschen mehr Druck ausüben konnte auf die Südstädter und der Torschütze Fabian Koch. Das Tor ein bisschen umstritten, war nicht ganz eindeutig, ob der Ball jetzt wirklich ab das Tor gezählt hat oder nicht. Auf jeden Fall verliert Schul den Ball an einen Admirale, der Ball rutscht von vor die Füße von Fabian Koch und der schiebt richtig, richtig lässig das Leder da ins Netz und trifft eben nach 64 Minuten knapp zum 1:0 für unseren SK Sturm. 10 Minuten knapp später dann das 2:0 und das war ein richtig schönes Sahnetor von Peter Schul. Also man muss ihm eines lassen, wenn er vors Tor kommt, wenn er einen guten Tag hat, dann kann er halt Tore schießen wie kein anderer. Ein kleiner Slalom wie bei den Skifahrern, richtig, richtig schön und dann auch keine Chance für den Schlussmann der Südstädter. Also nach ja, einer knappen Viertelstunde vor dem Ende das 2:0 für die Blackies, damit war die Sache dann erledigt und am Ende sogar noch in der Schlussphase oder in den Schlussminuten das dritte Tor für die Blackies. Der eingewechselte Husbeck tankt sich über rechts richtig schön durch, vernascht erst noch seinen Gegenspieler, dann die Hereingabe auf den Kopf von, Achtung, Philipp Hosina, ja, er trifft, jawohl, also er kann doch treffen, Philipp Hosina, wie schon im Hinspiel gegen die Admira. Ich glaube auch, das war sein, ja, sein letztes Tor für Sturm, hat er also gegen seinen Ex-Club getroffen und damit das Ergebnis noch schön abgerundet, also 3:0 am Ende. Und ja, bevor meine Kamera, die spinnt nämlich die ganze Zeit, nur damit ihr auch Bescheid wisst, deswegen ja, sind die Aufnahmen heute vielleicht ein bisschen zerstückelt. Ich werde mich bemühen, das Ganze so fein wie möglich zusammenzuschneiden und ja, von dem her würde ich sagen, war es das erstmal wieder von mir. Es gibt natürlich auch in der Winterpause laufend Videos, vielleicht manchmal ja ein bisschen unregelmäßig, ganz danach, welche Themen dann
eben ja zur Sprache gebracht werden. Aber natürlich gibt es auch den nächsten Black Table und. Und wenn es sich ein Interview ergibt, ja dann werden wir sowieso schauen, dass wir da dranbleiben. Von dem her wünsche ich euch noch schöne Weihnachten und natürlich auch einen guten Rutsch. Sollten wir uns nicht mehr sehen, aber normalerweise müsste sich alles ausgehen. Von dem her war es dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen! Frohe Weihnachten! Und bis dann. Ciao, ciao.